Moin, Johannes hier und ich spiele heute mal wieder Olympia in Rio 2016. Tag 7 ist angebrochen und wir gucken mal, was wir noch an neuen Disziplinen finden. Die 10 Meter Turmspringen der Damen, das ist was Neues. Ansonsten Trampolin der Herren, machen wir mal das noch, das geht wenigstens einigermaßen schnell. Skischießen hatte ich jetzt keine Lust zu, das ist auf jeden Fall eine Disziplin, die mir zu lang ist. Auch fürs Let's Play hier. Außerdem kann ich sie nicht, wie ihr gesehen habt. Einmal habe ich sie hier im Let's Play drin. Wer also nicht scheitern sehen möchte, der kann sich das wunderbar beim Skischießen angucken. This has to be executed with absolute precision for them to be in contention. Oh, technically perfect with the pipe. So, B, oh, Y und runter. A, A und runter. X, Y, runter, Y, Y. Da kann ich ein bisschen mal trainieren, was mir beim Schwimmen immer fehlt, nämlich die Zuordnung, welche Taste ist wo. Oh, 41 Sekunden Rest, ich bin schon durch. Und damit schaut es bestimmt nicht schlecht aus. War eine schöne Performance. 10-0, 9-7, 9-6, 10-0, 9-9. Dort sollte schon reichen. Wir haben 1-1 mit 5 Punkten Vorsprung. Und gleich weiter zur nächsten ähnlichen Disziplin, zum 10-Meter-Turmspringen der Damen. Das funktioniert, wie gesagt, wirklich ähnlich. Nochmal nicht ganz so schwer am Anfang. X und dann runter. Super einfach. Und dann gerade ausrichten mit links-rechts, dann auf dem linken Analogstick. Das sollte schon hier 9-9-5 vielleicht sogar geben. In der Wertung, die Wiederholung brauchen wir nicht. 10, 10, 9, 5, 9, 9, 9, 5, 10, 10. Gucken wir das immer irgendwie 9,5 oder so. Und glaube ich, war in Führung auf den ersten Blick gesehen. Machen wir mal was Komplizierteres. Aber auch das funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Nicht ganz sauber eingetaucht. Dieser kleine Pfeil an der in diesem Analogstick zeigt einem an, in welche Richtung man drücken muss, um den Springer gerade auszurichten. 7,5 Wertungen nur, aber trotzdem noch die Führung. Springen wir was richtig Schweres mit BB. Oh Gott, völliger Bauchklatscher. Die arme Frau, das tut mir leid, das wird auch richtig Punkte kosten. Ich gucke mich der Wiederholung nochmal an hier. Eieiei, überhaupt nicht mehr gerade ausgerichtet. Die Zeit hat gefehlt. 4,5. 13 Ausführungspunkte. Ich bin auf Platz 3 zurückgefallen. Habe aber noch Riesenvorsprung auf den 5. auf Daniela Klein. Die hat 102,2, ich habe 28,4. Ich habe noch einen einfachen. Das ist mir offenbar nötig. Der war schön. Sehr viel schöner Grad gestellt. Und dann ganz sauber eingetaucht. 8, 9, 8,5 und ein paar mal 9 hinten raus. Es reicht also, um sich als Dritte zu qualifizieren fürs Finale. Ein Sprung haben wir noch. Ein Kopfsprung. Ah, die falsche Richtung korrigiert leider. Zwei, ich war relativ gerade. Hätte man lassen können. Also das ist schon zufallsbasiert ein Stück weit, denke ich. Wahrscheinlich auch aus meiner Trefferpräzision berechnet. Aber man kann nicht vorher sagen, welche Richtung das... Zumindest ich kann das nicht sagen, wie ich das ableiten werde. Ich bin fast punktgleich mit Celia Del Portos, der Republik Südafrika, aber sicher qualifiziert fürs Finale. Und jetzt springen wir erstmal das Trampolin-Finale. The next event is the men's trampoline. Springen wir mal schwieriges Programm. Ein bisschen was zeigen hier im Olympia-Finale. But is this going to be enough? Oh, that wasn't a great Rudy. Y, oh, runter, absolutely amazing. X, B, Y, runter. X, A, man kann übrigens auch die Tasten mehrfach drücken. Oh. X, A,
Das nimmt er dankbar hin, wenn man es öfter drückt und man es halt einfach nochmal nachholt, dann ist das auch noch okay. War der X zuerst. X, dann XA, runter, X, XA, runter. Und fertig. Vielleicht nicht ganz optimal, weil ich diesen einen Fehlversuch hatte hier mit XXA. Und vorher nochmal einen, aber es muss trotzdem noch reichen. Es gibt so eine schwere Performance hier, 9-4. Als schlechteste Note, das reicht dicke für Gold. 40 Punkte für Scott Reed. Wunderbar, da hechten wir jetzt einfach mal so durch. Zur Zeit fürs Punktspielen. Diego Rodriguez, um es komplett zu machen aus Mexiko, holt Bronze. Und jetzt geht's zurück ins Aquatic Center. 10 Meter Turmspringen der Damen. Eine Disziplin, in der real die Chinesen führend sind, wie fast in allen Turmsprungdisziplinen. Hat sich wegen Olympia 2008 in Peking eingerichtet. Es gibt im Turmspringen sehr, sehr viele Medaillen zu holen mit relativ geringem Aufwand. Und dann sind die sich gesagt, gut, dann dominieren wir das halt mal eben. Und seither sind sie da eigentlich immer ganz vorne mit dabei und auch oft mehr als ein Athlet in den Medaillenrängen. Der Versuch war ganz nett. Schauen wir uns nochmal in der Wiederholung an. Hier schön abgesprungen am Turm und dann schön flach eingetaucht oder 90-Grad-Winkel zum Wasser eingetaucht, was dann dafür sorgt, dass es wenig spritzt. Der Brite gibt aus unerfindlichen Gründen nur 8,5, das fällt aber weg. Als Wertungen dann bleiben 29,5 für die Ausführung und die Führung für Eleni Georgas mit 45,6 Punkten nach dem ersten Durchgang. Halb rückwärts gerichtet. In der Ausführung Controller relativ einfach. X runter und dann gerade stellen. Das hat gut funktioniert. Für den Springer sicherlich ganz ohne. Man sieht hier ein paar Treppenartefakte in dem Badeanzug, aber ansonsten grafisch wirklich auch echt schön gemacht. Da kann man sich gerade fürs Jahr 2012 nicht beschweren. Schauen wir uns die Wertung an. 9,5, 8,5 nicht ganz schön wie der erste, aber dafür auch schwerer. Gibt deswegen insgesamt 59,4 Punkte und 7 Punkte Vorsprung. Auf die zweitplatzierte 1,5 Delfin gerechnet ist der dritte Sprung, den ich hier zeigen möchte. Und zwar mit schlechtem Eintauchen. Leider. Gucken wir uns die Wertung an. Achterwertung wahrscheinlich, ja. Im Schnitt ziemlich genau 8. Und nur noch ein paar Befehle für Ava Lopez. Schön eingetaucht. Ein einfacher Sprung, der viele Punkte gibt. Well, here's the replay. Schauen wir mal, wie viele 9er Wertungen, ja, 9,5, 8 leider auch runter bei Irland, also nur so 8,5 und ich habe die Führung verloren an Ava Lopez. Letzter Versuch, letzter Sprung, es geht um Gold oder Silber, dann hilft nichts als ein schwieriger Sprung. Schade, ich zeig die Wiederholung nochmal. Manchmal tut's weh, aber man muss es eben nochmal sich angucken. Nicht weit genug gedreht, die Füße spritzen dann im Wasser auseinander. 6er Wertungen nur. Schade. Silber? Ja, Silber bleibt. Silber hat sich also insofern gelohnt, als dass ich nie noch hinter Sophie Hall zurückgefallen bin. Die Britin bleibt Dritte. Katina Ekberg aus Schweden mit der Blechmedaille auf Platz 4. Aber Ava Lopez gewinnt und Eleni Georgas wird eben nur Silbermedaille gewinnen. Vize-Olympiasiegerin, ich glaube, man sagt das nicht, aber nur zweite der Olympischen Spiele. Das ist vielleicht die richtige Formulierung. Es gibt keine englische Hymne heute, es gibt aber Punkte für die Gesamtwertung, in der die USA inzwischen ihren Medaillensatz nochmal aufgehübscht haben. Und außer uns, nee, die Griechen haben noch gar nicht mal einen kompletten Medaillensatz. Nur die Amis haben alle Medaillen schon gewonnen. 2x Gold, 5x Silber, 2x Bronze. Griechenland mit 10x Gold und 3x Silber. Natürlich weit vorne, so soll es ja auch sein. Das war dieser Tag bei den Olympischen Spielen. Und
Ich freue mich über einen Daumen hoch, ein Abo oder wenn ihr die Playlist zu Ende guckt. Bis dann.